schon der Ersatzbus von der Orchestra, wie wir bereits erwartet haben. Weiter geht's leider nicht wieder zur Straßenbahn. Das ist sehr, sehr schade, obwohl alles so Tagebuch. Ja, da wirklich in Gelsenkirchen steht jetzt weiter in Richtung Hauptbahnhof. Jetzt geht es hier mit dem Bus weiter. Daher die Strecke aufgrund eines Tagebuchs bis auf weiteres gesperrt ist. Und da ist der Richtig schön. Aber leider ist der Bus völlig fährt weg. Und der fährt nur zwischen Kapellmann und Essen. Hauptbahnhof fährt der Rad aus Essen. Und die Busse der Orchestra fahren nur zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Kapellmann. Einzelne Busse fahren auch durch zwischen Essen und Gelsenkirchen. Ich weiß nur, ob die Busse aktuell ist. Oh, das Einzelkommen ist hier ein CSU, ein sehr moderner CSU. Das ist auch schon wieder von Gelsenkirchen. Und hier stehen auch weiterhin U-Bahn-Automaten. In Mülheim ist es anders, denn in Mülheim stehen ja die U-Bahn-Automaten-Strecke eigentlich von der TVG ist. Und diese Strecke ist eigentlich Orchestra und eigentlich von der Orchestra betreut. Allerdings stehen auch weiterhin eben die U-Bahn-Automaten. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es in Horst aussieht. Ich meine, dass ich dann nur die roten Orchesterautomaten gesehen habe. Und hier ist auch so eine Sperre, das heißt, ohne Umleitung. Und hier ist die komplett aufgetauscht. Sehr moderne Anlage hier. Manchmal ist das nervig, wenn man DM oder so ist. Und da geht es nicht weiter. Hier in das kurz vor der Innenstadt. Ach, schau mal, das ist die Neoplan. Die fahren ja durch. Meine ich, denke ich. Ich habe jetzt nicht so Zielschild gesehen. Welche ist das Ding? Exklusiv für nur für Busse. Wow. Also meine anderen Kinder sind 3 Kilo gewesen. Ich weiß nicht, das war ein Überraschung. Ist das ein Kreis? Ja. Und da ist einer der zahlreichen klassischen Busse hier auf Hochdeutsch Trinkhalle. Der Trinkhalle ist ein Kiosk. Ist ein klassischer Kiosk eben, wo damals die Bergleute nach der Schicht ihr Bier genossen haben. Sorry, meine Tasche ist gerade runtergefallen. Bei der Fahrt habe ich auf den Sitz hingeschaut, aber es war eine schlechte Idee und es rappelt richtig hier. Da die Straße im Kopfstein fast aus Kopfsteinschaufel besteht. Und da sind wir schon wieder an der regulären Strecke. Und in diesem Bereich ist hier ein Tagebuch passiert. Ich habe auch mit Jessica mal schwanger und
Krass. Und der klassische Hofmarkt. Ich mag das nicht. Ich mag den Robot sehr, da es einfach meine Heimat ist. Früher hat man hier fast ja ausschließlich so diese ältesten Fahrzeuge gesehen, die verschrottreich sind, aber heute sieht man hier eher so hochwertige Fahrzeuge aus Stuttgart, aus München, Ingolstadt und so weiter. Nur Musiktheater und dann fährt er durch bis Mannheim. Das heißt, ich steige jetzt gleich am Musiktheater um. Ja, der hält hier dann nur so. Ich will mal noch kurz in das Gischen reingehen, wo ich jetzt um das Gischen laufe. Und da ist eine Bahnüberführung. Nee, das ist eine Straßenüberführung. Und das geht ja schon seit mindestens seit über 2 bis 3 Monaten so mit dieser Streckenschwerung. Eine Garde unter ehemals maritim, das ist genau auf der anderen Seite. Jetzt befällt man Straße. Ah ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Nämlich allein schon befällt man Straße. Nee, Uferwegstraße. Uferwegstraße. Und hier dahinter war das alte Zentralbad. Das Stadtbad von Gelsenkirchen. Und wurde jetzt komplett abgerissen. Und wird meines Wissens komplett neu gebaut. Das ist diese Wohnung, das war so. Aber wurde wohl ein bisschen modernisiert. Du machst jetzt eine Pause, oder? Und dahin kommt noch einer. Ebenfalls ein CSO. Bis zur Marienhospital. Das ist ein normaler Linienbus. Der normale Linienbus, der ins Marienhospital fährt. In Gelsenkirchen, Hüppendorf. Südlich des Hauptbahnhofs. Aber es geht erstmal hier nicht weiter. Ich beende das Video jetzt hier erstmal. Es geht weiter. An dir muss ich jetzt ausschalten. Es ist immer ein Live-Radio. Und da ist das Musiktheater. Und jetzt muss ich jetzt ja aussteigen.